Hey, Entgleisung, eine meiner Lieblingsmaps. Ja, die mag ich auch. Und Evergleist ist auch nice. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Battlefield Hardline. Wir spielen immer noch Conquest auf Entgleisung diesmal und wieder mit dabei ist der Carbon. Hallo. Hallo. Wo bist du drin? Im letzten Auto? Motorrad. Achso, gut. Fährst du auch? Oh Gott. Hey, seit wann haben diese Panzertrucks, also diese normalen gepanzerten Trucks mit dem MG auch Waffen an der vorderen Beifahrertür? Haben die schon immer? Ja. Wir kommen mal zu 10. Ich bin schon bei 10, ne? Ich jetzt auch. Und da läuft doch einer. Und da laufen viele. Alter, schon wieder diese Sniper, ey. Dieser. Northern Armed Force. Ich geh mal zu B. Komm mal bei dir raus. Kommst du mit? Ja, ja. Ich bin gerade wieder tot. So wie immer. Ist natürlich auch wieder so eine Sniper-Map, wenn die gerne oben auf der Brücke liegen. Warte. Ich mach mal Putti-Putti, ne? Putti-Putti? Ach, du machst die Brücke kaputt, oder was? Da oben diesen... Und noch einen mitnehmen. Ach, diesen... Da läuft ein Sniper, Achtung! Oh. Und noch einen holen. Ja, der hat mich gerade gekillt. Ich habe die nur leider nicht richtig gesehen, weil genau in dem Moment die Brücke explodiert ist und da war alles verschwommen. In dem Moment ist vor mir einer. Ja, bei mir auch. Aber wenn man da oben diesen Tank kaputt macht, dann explodiert die, oder was? Ja. Scheiße, wurde getroffen! Das mag ich immer, weil dann wackelt immer die halbe Map. Hilfe zählt als Kill, super. Boah, wie ich aufgeräumt habe, 4 Leute mit dem MG geholt. Und ich bin mal wieder tot. Ich bin mehr in dem Ladebildschirm als sonst wo im Spiel. Wir sind Gegner eben. Ich habe hier eben gerade einen mit Medikit schreien hören. Ja, da sind wieder Gegner. Markiert. Alter, Mann. Die ganze Zeit gesniped, ey. Da steht oben einer an der kleinen Mauer und sniped runter. Es ist so eine, ich bin safe. Das ist so ein richtig scheiß fucking Sniper-Map. Mann. Oh, scheiße, der ist tot. Wieso ist der gestorben? Weil der Gegner läuft. Weil hier Gegner sind. Schießt auf alles, was sich bewegt! Wieso sterben wohl Leute? Alter! 9 HP! Wo war der denn? Squad-Hilfe zählt als Kill, ne? Der ist rumgelaufen. Und mein Magazin war leer. So wie ich. Ja. Ein Medikit! Achtung! Kill-Hilfe! Hat er dich gerade ge-SUV'd? Überfahren, ja. Ja. Nein, der hat mich überfahren. Vorsicht, da sind Kopf in dem Wagen. Ich komm mal zu dir. Hilfe. Hab ich überhaupt schon jemand getötet? 2 Stück. Nee, das waren beides Hilfe bei Kills. Also zählt als Kill oder wie? Ja. Yeah. Ja, töte mal hier Leute, was ist mit dir los? Ja, ich weiß, Arbeitsvermeidung. Ja, du räumst mir alle weg hier. Ich sollte nicht. Ja. Ein Medikit hier. Ja. Vielleicht sollten wir mal gegeneinander spielen. Weiter. Oder wir sollten. Ah, jetzt hab ich einen getötet. Überraschung. Überraschung. Wir gehen unter. Nee, vielleicht sollten wir einfach nicht in der gleichen Region spielen. Einfach auf der Map. Du oben, ich unten. Und dann räumen wir die mal von oben unten auf. Yay, Squad-Heilung. 170 Punkte. So können wir uns halt gegenseitig heilen und wiederbeleben. 200 Punkte. Gerade nur 200 Punkte durchs Heilen bekommen, weil ich dich geheilt habe. Da kommt wieder ein Gegner. Au! F2000 Prong Service Star. Ach ja, du kannst sie ja wieder spielen, stimmt. Ich komm mal zu dir, bleib mal in Deckung. Da sind, Vorsicht, auf der Brücke drin sind wieder Sniper.
auf der Brücke drin, das ist auch in Deutsch. Da sind immer Sniper. Ich gehe jetzt trotzdem mal zu B. Ja, ich versuch's auch. Au. Ich hab ihn gehittet mehrmals. Der Affe kommt. Killhilfe, er ist tot. Okay. Scheiße, au. Den hat's erwischt. Headshot. Von wo kommt denn das schon wieder? Von so einer Mauer, hinter einer Mauer steht, ja. Ich glaube, ich weiß wo. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich weiß wo. Ah, okay. Das ist immer der gleiche, der steht immer an der gleichen Stelle. Oder der snipet die ganze Zeit, dieser Harris M. Der mich gerade. Er steht oben unter der Brücke. Da ist doch dieser Laufsteg. Ja, komm einfach zu mir. Ja, da bin ich schon. Ah, schon wieder. Diese fucking die Sniper, ey. Oh, ich hasse die beiden so mit dem. Das sind immer die beiden gleichen. Ah, oh, jetzt haben wir alle Punkte verloren gerade. Ja, ich warte einfach im Spawn. Auf ein Auto oder so. Ist aber auch gar nichts gerade. Was sind die ganzen Autos? Ja, das kommt aber gleich. Da. Da ist schon eins. Ah, da sitzt schon einer drin, aber es sind Viersitzer, gell? Ah, ne. Da ist noch keiner drin. Keine Gnade, wie spät ist das eigentlich? 16:32, okay. Scheiße, ich bin festgenagelt! Oh, hinter mir. Wieso immer ich? Die mögen dich halt nicht. Ja. Die denken, sie kommen dann ins Fernsehen, bzw. also YouTube. Und sie mich töten. Die kennen dich bestimmt gar nicht. Aber ich schneide sie alle raus. Nee, ich rede mit das immer rein. Immer so einen weißen Balken. Ja, okay. Ein Penis quer drüber. Wow. Das war mies. Ihr habt's geschafft. Das Gebiet gehört uns. Lass mich mal raus hier. Wo war der? Da wo ich tot. Er steht jetzt da in der Ecke. Ich muss mich kurz orientieren. Schaff mir doch mal einer, hey, wo ist der hin? Weiß er nicht. Ich bin tot. Alter, ich hab Schätze, wo kommen die Schüsse her? Weißt du nicht, in der Ecke oder so halt der. Mann am Boden! Der ist tot. Hey, da oben ist noch auf jeden Fall einer auf dem Dach. Na, auf diesem Steg ist er. Ja, RPG, oh du Spast, ey, das Rang 1. Das sind zwei 1. Stück auf dem... Ja. Rang 1. Ja, ich auch gerade, der hat mich auch gerade mit der RPG... Der hat keine Berechtigung, dir Spiel zu spielen mit Rang 1, ey. Ja, vor allem, er hatte keine Berechtigung, mich mit einer RPG zu töten, der Spast. Ja. Sorry, aber... Ja, ist echt so. Mich schickt das auch gerade auf. Der hat mich ja auch geholt. Das ist einfach nur ein kleines, dummes Opferkind. In der Schule, weißt du, wird er nur gemobbt. Och, Mann. Ich bin wieder raus hier, das ist mir zu doof hier in der Halle. In der Schule wird er nur gemobbt, weil es ein kleines, fettes Kind ist. Weißt du doch gar nicht. Das ist, ich weiß das, weil sowas macht ist so. Das weiß ich habe eine gute Menschenkenntnis. Okay. Wusste ich gar nicht, dass du das weißt. Viel Spaß damit! Ja, kannst behalten. Schenke ich dir. Boah, hier kommen die ganze Zeit Gegner, ne? Mhm. Da ist einer am Zugdepot! Hier, ein Medikit! Warum kommen die Gegner immer bei dir und ich stehe hier um und wenn dann. Weiß ich nicht. Frag sie doch. Alter, Killhilfe und einen habe ich schon gekillt. Mit der Mac 10 wieder. Oh Gott, ihr seid mit Schalldämpfer natürlich drauf. Tech.
Tech 9, Mac 10. Ja, ich wollte erst Tech 9 sagen und dann habe ich gesehen, dass es eine Mac 10 war. Das kam dann eben. Hier ist ein Spawn. Oh, hallo. Guck mal, was die hier haben. Ja. Nicht so schön. Ich hab den auch schon gehört. Wollen wir den ein bisschen bekämpfen? Ja, das meiste, was ich hier mache. Ich stelle mich mal hier hin. Guck mal. Hab ihn! Squad-Hilfe zählt als Kill. Nice. Ich hab grad richtig Spaß. Ja. Mal schauen, wie lange sie es mitmachen. Achtung! Die meisten spawnen dann ja woanders. Ja. Ja, die denken nicht, dass jemand so lange gedauert hat, so ein Ding zu campen. Oder einer kommt gleich von hinten oder von der Seite. Ja, ich guck auch grad schon. Medikit. Brauch ich nicht, danke. Hab ich auch. Yeah, ein Medikit. Ich hab vorzugsweise eins dahin gelegt. Ich glaub hinter uns. Einer kommt! Ah, es war wieder der gleiche. Ich hab'n. Alter, und noch der andere. Die dachten so, nicht mit uns. Ich geh da wieder hin. Aber ich hab den einen gekillt. Den ich eben schon gekillt habe. Der kam dann angelaufen, den hab ich dann trotzdem wieder gekillt. Die sind da immer noch. Ich finde das so geil, wenn der die markiert mit dem Mittelfinger. Ja, das machen aber nur die Gangster mit Gangster. Ah, ich hab den Typ schon wieder. Granate. Ich sterb da nur. Der ist da noch. Ich hab den nicht getötet. Der hat mir nur Granate vor die Füße geworfen. Der liegt unterm Zug. Ja, ich bin wieder tot, Mann. Der hat mich immer wieder. Das drückt mich richtig auf. Der MS, ja, der lag unterm Zug. Der Penner. Der läuft jetzt den Zug. Ja, ich weiß. Komm, wir laufen da wieder hin. Mann, aber ich möchte auch mal einen Killer nicht töten. Geschau. Hier ist ein Bulle. Ich werde angeschossen. Einen hab ich. Da ist noch einer. Hinter dir. Jetzt hab ich einen. Nicht markiert. Ah, oh, schon wieder gesniped. Da ist da einer. Oh, wieder er! Oh, dafür Mann. Dafür ist er tot. Alter, Entschuldigung. Du hast doch Danke. Gar nicht. Ah! Der ist schon wieder gespawnt, der Papa out. Oh, no. Ich sterb nur noch, Mann. Du Untermensch. Und der hat gerade sowas platziert. In der anderen Ecke. Ja, der hat. Jawohl, ich hab ihn. Der hat diesen Hütchen, in dieser Hütte hier. Hier nicht zerstören. Nee. Bekämpf du mal das Ding, ich bekämpf mal ein bisschen die Umgebung. Okay. Ja, aus dem LKW ist es weg. Ja. Guck die Umgebung an. Ich guck nach hinten. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich einen töten, wenn der da spawnt. Hinter uns, mehrere, zwei Leute. Hinter uns, hinter dem LKW oder LKW, genau. Ja, ich bin tot. Schon wieder der Papa aus. Ja. Das ist voll der Witz, aber der hat mich schon dreimal und der andere hat mich schon fünfmal. Ach scheiße, wir können da unten nicht mehr spawnen. Oder? Ja, bei B. Ja. Ich hab mir ein Moped genommen aus der Base und fahr da hin. Wo waren das bei? Ich fahr da jetzt so lange hin, bis ich's aufgeben. Bei A war das, gell? Bei C. Bei C. Ich lauf natürlich gerade voll in die falsche Richtung. Schon bei C. Ich hab einen, gerotkillt? Einen mit Moped überfahren, ja. Das ist immer so bitter, ey. Das ist immer so bitter, wenn ich einer mit dem Auto. Das ist so erniedrigend. Oh, warte mal, ich hol mir jetzt mal den Scharfschützen hier oben. Das Ding ist aber weg. Aha. Wieder, er hat mich schon sechsmal! Der kriegt gleich eine Nachricht von mir, ey. Dieser MW-Skill, ey. Ich hab gerade hier oben die zwei Sniper, die immer auf B runter snipen, erledigt. Das kann es doch nicht sein, der hat mich einfach sechsmal. Oben auf dem Dach ist einer. Ja, ich weiß, ich hab ihn schon gesehen. Ah, von unten aber auch. Alter, was ist denn das für eine Runde gerade?
Vielleicht kommt meine Mutter bestimmt rein. Was schreist du hier rum? Wohnst du noch zu Hause? Ja. Okay, ja, ist nicht schlimm. Bei mir haben sich die Nachbarn letztens beschwert, weil ich nachts um 3 oder um 4 irgendwie Rage aufgenommen habe. Ich glaube, Rainbow Six oder so. Also wirklich übelst geschrien habe. Ich gehe halt noch zur Schule. Ja, ist nicht schlimm. Ich bin auch froh, dass ich jetzt zum 1.2. Also ich habe jetzt die Schlüssel schon, die Wohnung wird jetzt die Woche gemalert. Warte mal, hier ist einer. Wo läufst du lang, mein Freund? Wo läufst du lang? Da habe ich mir eine Dachgeschosswohnung gemietet. Und da kommt dann mit einem extra Geschoss noch, wo haben sie eine extra Etage noch reingezogen. Das war ja noch, ich weiß nicht, ob du so Fisker, Barca, Master, Scorpion und so kennst. Warte nochmal, ich hab's gerade nicht verstanden, ich war gerade abgelenkt, weil ich gerade hier jemanden verfolgt habe. Ja, ich weiß nicht, ob du Visca Barca oder Master Scorpion kennst. Nee. Von YouTube, das sind COD-YouTuber. Nee, COD ist gar nicht mein Ding. Die hatten mal so eine Wohnung, also eine gemeinsame Wohnung zum Zocken halt, ne? Und, Alter, was geht denn hier gerade ab? Vor dir läuft einer. Ja, genau. Und das war voll die Noble Gang, so übelst die noblen Leute. Ja. Und das waren einfach solche Assis, die haben so viel die Assis genommen. Ja gut, das nicht. Also bei mir ist. Ich hab sogar eine Putzfrau. Und die haben zum Beispiel um 3 Uhr nachts auf voller Lautstärke Kita Hero gespielt. Das ist schon assi. Ja, wie gesagt, ich hab mir jetzt eine Wohnung gemietet, die ist, wie gesagt, Dachgeschoss. Und das Dachgeschoss ist so hoch, dass die da nochmal eine extra Etage eingezogen haben. Da oben ist einer. Hinter der Wand da, wo ich hinschieße, ist einer. Okay, ist gut. Und da ist nochmal eine extra Etage. Und da kommt dann auch dann die Aufnahme und alles rein. Also so loftmäßig, weißt du, also so ein bisschen offen zum Wohnzimmer runter. Aber es ist so ruhig, weil das so gut alles gedämmt ist. Ich mag COD halt auch nicht, aber ich guck die halt, weil die halt gut unterhalten. Ich guck das nicht wegen dem Spiel oder so, ich guck das halt. Ja, ich guck hauptsächlich mittlerweile nur noch Hyundai 7. Gnade! Einfach weil der einfach nur krass gut ist und wirklich krass gute Videos macht und auch wirklich ein sehr, sehr guter Mensch ist. Einfach was das insgesamt, die Hilfe zählt als Kill, Alter. Was insgesamt so die Einstellung beim Spielen angeht, weißt du so, dass er so korrekt spielt. Ja, ich spiele doch auch korrekt, siehst du doch. Ja. Und Also du kannst nicht sagen, dass ich campe oder so. Nee, alles gut, ich bin hier gerade ein bisschen in einer Situation, Aber du bist ja eh bei mir gerade in der Ecke. Ah, da stehen hier die Sniper da oben. Ah, da stehen. Es markiert. Alter, versteck mich. Diese fucking Sniper da, die nerven mich. Ah, oh, hat mich. Ja, und Battle Pros natürlich. Der hat mich auch. Gucke ich natürlich extrem viel. Ja. Echt? Ja, mit dem Siegeswund. Genau, ich habe seine alten Folgen. Aktuell gucke ich gerade hier die Rush Battlefield 3 Maps durch. Hab ich bestimmt schon ein Dutzend Mal gesehen, immer wieder. Ja, die alten, die sind geil. Die alten sind geil, aber jetzt macht er nicht mehr so BF3. Ja, das kommt wieder. Oder Hardline macht er auch nicht mehr. Ne, Hardline will er ja eh nicht so viel machen, aber der Rest kommt wieder. Guck mal, was ich gefunden habe. MG? Der Spawnpeak ist ja wieder da. Ja. Aber einer hat's zerstört. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, das kommt wieder. Auf dem Dach sind Sniper. Ja, hat ja selber gesagt, er hat in den letzten Monaten extrem wenig Zeit gehabt. Einfach weil er. Macht er denn jetzt wieder BF3? Also nimmt er wieder auf? Ne, aktuell nur Rainbow Six Siege. Wobei das. Ja, das weiß ich. Aktuell, was er aufgenommen hat, ist eine ältere Folge. Er ist immer noch extrem schlecht bei den Folgen. Also richtig schlecht. Also der weiß gar nicht, was er macht. Aber er hat auch erst wieder jetzt drunter geschrieben, weil ganz viele geschrieben haben, Junge, du hast überhaupt keinen Plan und so. Also dafür, dass er sonst so gutes Gameplay macht, ist Rainbow Six echt eine Katastrophe, was er da abliefert. Aber es muss wohl aus der allerersten Aufnahmesession Anfang Dezember gewesen sein. Deswegen und vorbei. Ja, 1916 und ich denke 34, mal, 20. Er meint, es kommt dann auch wieder Battlefield 4 und sowas. Battlefield 3. Okay. Ja, meine Lieben. Gut, was kommt schon wieder, Everglades? Ah, ne, Entgleisung hat man gerade. Ne, war ja nicht. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und wir verabschieden uns und sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.